So, hallo, wir machen weiter. Bei Metroid Dread, ich habe mich jetzt noch ein bisschen leiser gemacht. Irgendwie muss ich sagen, ist die Aufnahme über das Elgato-Ding immer deutlich lauter, als wenn ich über OBS aufnehme. Deswegen kann ich es immer nicht so gut abschätzen. Aber ich denke, jetzt sollte es passen. Vom Ausschlag her sieht es jetzt durchaus besser aus und ich komme nicht in den roten Bereich. Naja, fast nicht. Okay. Aber ansonsten passt alles, ne? Vorne war noch was falsch eingestellt. Sollte hinhauen. Wir machen weiter. Und ja, wir haben letztes Mal erstmal viel gesehen, was bisher passiert ist nach Fusion. Also nach der Story, die in Fusion sozusagen war, auf der Raumstation. Und wurden hier schon mit einem, der, ich nehme an, dass es ein Emmy war, vielleicht war es auch nur so eine Vorform, keine Ahnung, von dem ja 7 hier rumlaufen sollen, getroffen. Und jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht. Also natürlich, unser Ziel ist nach wie vor, bis zu unserem Schiff zu kommen. Aber wir sind hier immer noch im allerersten Abschnitt auf ZDR und das wird wohl alles, also wenn ich mir das so angucke, eine ziemlich große Map werden. So. Kann ich hier was freilegen? Oh, das hat gewackelt. Aber, oder ist das nur, die Grafik gewesen? Ich weiß es nicht. Sah komisch aus. Okay, das geht schon mal kaputt. Aber ich denke, was so Secret-Sucherei angeht, ich denke, das wird uns später noch beschäftigen. Da werden wir jetzt noch nicht so viel finden auf Anhieb. Können wir ins Wasser? Ja, wir müssen ins Wasser können. Aber aus dem Wasser komme ich nicht raus. Okay. Aber hier kann ich was tun. Ah! Jetzt ist hier unten Wasser. Jetzt kann ich aber nicht mehr durchrutschen, ne? Ah, das kann ich erst wieder... Okay, 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 I see. Oh, direkt neue Sequenz. Oh, was ist das denn für eine Tür? Boss-Tür oder was? Jo, das ist ein großer Raum. Ja, das wird wahrscheinlich ein Bossraum sein oder sowas. Sieht man das so? Sieht man das? Ah! Warum hat mir das jetzt die Karte geöffnet? Kann ich hier irgendwas... Ach nee, hier ist... Nee, das ist der Raum. Das ist ein neuer Abschnitt, oder was? Das ist der Einzelraum, in dem ich bin. Das ist gar nicht hier der Raum, sondern das hier ist der Raum. Nein, ich wollte... Komme ich denn da? Zoom. Hier. ZR. Nein! ZR. Ah, ja! Ah, jetzt. Okay. Also hier sind wir jetzt drin. Und das ist der große Bereich. Okay, okay, I see. Aber alles noch Artaria. Okay. Ich würde fast mal vermuten, dass diese Flächen hier irgendwas mit einer neuen Fähigkeit zu tun haben, die wir noch nicht haben. Und ich fürchte fast, das sieht aus, als ob es hier gleich kälter wird. Na gut, aber wir müssen hier lang und einen anderen Weg haben wir gar nicht. Das da unten geht nicht auf, ne? Das ist die Farbe, die nicht aufgeht. Nee. Das tut auch überhaupt nichts. Und hier komme ich nicht höher. Okay, also an den Dingern werden wir uns irgendwie auf jeden Fall nach oben bewegen müssen noch. Das lernen wir ziemlich sicher jetzt in dem Abschnitt irgendwann. Oh nein! Ist das jetzt... Das ist jetzt eher ein Emmy, oder? Ich glaube, das andere war nur so eine kaputte Geschichte. Ja, das sieht schon mehr nach einem Emmy aus. Das hat keinen Zweck, Samus. Das hätte ich dir auch gleich sagen können. Ach, du Schande. Okay. Kann ich einfach jetzt hier bleiben? Wir bleiben einfach hier und alles ist gut. Oh je.
Das geht nicht kaputt. Ah, jetzt. Ach, und jetzt kommt's hinterher, weil ich jetzt was kaputt gemacht habe. Wo bin ich sicher? Hier kann ich durch. Das kommt mir aber hinterher, ne? Okay, ich kann jetzt im Moment nicht nach irgendwelchen Sachen suchen. Ich muss jetzt einfach nur fliehen. Ah. Okay, jetzt kommt's nicht mehr hinterher. Oh, und jetzt sucht der nach mir. Und hier komme ich jetzt aus diesem Bereich wieder raus. Das heißt, das ist immer irgendwie, das geht dann in diesen neuen Bereich rein. Okay. Jo, wir sind jetzt richtig viel gelaufen da drin. Das muss ich mir alles nachher nochmal genauer angucken, die Gänge, die wir gerade gelaufen sind. Aber da konnte ich überall jetzt auch noch nichts Neues machen. Also das war jetzt ja wirklich nur Fluchtmodus im Moment. Eieiei. Das ist wirklich ähnlich wie damals vor dem SRX-Fliehen. Okay, hier komme ich wahrscheinlich nicht hoch. Okay, doch, hier komme ich hoch. Wir gehen aber erstmal unten lang. Okay, wir gehen nicht unten. Ah! Okay, das ist eine Tür, die geht zu, wenn ich hier diese Dinger... Entweder ich kann mich da irgendwie dann mal drunter durchrollen oder ich kann da schneller durchlaufen, dass das nicht schnell genug reagieren kann. Egal, wir kommen jedenfalls hier noch weiter. Solange wir immer einen Weg haben, ist ja alles gut. Ich möchte nicht gleich im ersten Abschnitt anfangen zu hängen. Was ist da? Ah, Missile Container einfach. Ja, okay, nehme ich mit. Klar, immer. Why not? So. Ah, okay, jetzt haben wir wieder jetzt können wir wieder uns mit Adam unterhalten. Adam. Erzähl mal, was haben wir Neues? Bei der Emmy, auf die du getroffen bist, es war eine Emmy, okay. Möglicherweise wurden sie gehackt. Wenn dem so ist, sollten wir davon ausgehen, dass alle Emmy feindlich gesinnt sein werden. Ja, das habe ich mir auch schon gedacht. Impulses, den sie aussenden, erkennen Emmy innerhalb eines bestimmten Radius Vibrationen in der Luft. Mit anderen Worten, sie können dich hören. Uiuiui. Hat ein Emmy Vibrationen wahrgenommen, geht er in den Kontrollmodus über, um zu ermitteln, woher sie kommen. Von seinem Sichtfeld fern. Wenn das passiert, andernfalls steigt die Gefahr für dich enorm an. Mhm. Wenn ein Emmy dich sieht, nimmt er die Verfolgung auf, und die Ausgänge der Emmy-Zone schließen sich. Du wirst darin gefangen sein. Mhm. Um zu überleben, musst du seinen Verfolgungsradius verlassen. Entwischst du den Emmy, wird er von der Verfolgung ablassen. Auch die Ausgänge werden dann wieder geöffnet. Mhm. Emmy verlassen die ihnen zugewiesene Zone nie. Es scheint, als funktioniere ihr Steuerungssystem ausschließlich in diesem Areal. Dann ist das der Bereich von dem Emmy und dort müssen wir noch aufpassen, bis wir den mal kaputt gemacht haben. Überlebenschancen bei einem Prozent liegen, ja, moin. Ja, wir sollten das also nicht zulassen. Dieses Zeitfenster auszumachen ist nahezu unmöglich. Ja, das hat man bei dem anderen Emmy auch schon gesehen. Derzeitigen Waffen immun. Dir fehlt die einzigartige Energie, mit der du den ersten Emmy besiegt hast. Deine einzige Möglichkeit ist nun zu vermeiden, dass du ergriffen wirst und einen Ausgang zu finden. Yo! Überleben sollte deine oberste Priorität in einer Emmy-Zone sein. Ja, das habe ich auch festgestellt. Okay, damit hat Adam mir nichts Neues erzählt, aber... bestätigt. Und Bestätigung ist ja auch viel wert. So. Da unten kamen wir her, ne? Richtig. Und da oben kommen wir jetzt gleich wieder in die Emmy-Zone. Ist das die Emmy-Zone. Oh. Oh. Okay. Ich schätze... Ja. Ich schätze mal noch nicht. Ja, da ist nämlich wieder so eine Dings. Aber da kommen wir noch gar nicht ran. Da komme ich hier nicht, durch. Wahrscheinlich erst wieder, wenn ich da... Oh, da ist eine Missile in der Wand. Komme ich da irgendwie ran? Nee. Vielleicht so. Ja. Ja, wenn ich mich jetzt reinrollen könnte, ja, aber kann ich noch nicht.
Okay. Wie viele Markierungen kann ich setzen? Weil hier heißt ja Markierung setzen. Kann ich mir jetzt markieren, dass hier eine Missile in der... Achso, das ist eh ein... Okay, das ist eh eingetragen. Ah, ich habe 6 Markierungen. Okay, cool. Ich sehe zwar nur 5, aber ja, ist in Ordnung. Taucht da noch eine neue auf, wenn ich noch eine setze? Nein, nicht entfernen. Ja, und wo ist jetzt meine 6. Hä? Markierung übrig, 1 von 6. Ach, ich darf... Ach so, ich kann die... Ich habe 5 Farben und davon 6 Markierungen. Ja, I see, alle weg wieder. Kann ich die auch kürzer entfernen über einen Kurzcode oder muss ich das immer so? Ja, muss ich das so machen. Oder kann ich... Warte mal, kann ich so? Alles löschen, Ja, perfekt. Okay, cool. Gut, also ich habe 5 Farben zur Verfügung, könnte ich praktisch sagen, hier ist ein Missile, aber ich meine, es ist eh eingezeichnet, von daher. Ist das Quatsch. Na, das sehe ich, dass da ein Missile ist. Okay. Dann gibt es absolut keinen Grund, jetzt irgendwas zu markieren bisher. Gut. So, jetzt kann ich hier durchrutschen. Und wir sind wieder im Emmy-Bereich. Und verhalten uns hier möglichst leise. Und rutschen jetzt erstmal runter. Ja, cool. Da drüben ist was. Das sieht nach etwas aus, was ich möchte. Jetzt können wir aber hier auch erstmal wieder rausgehen. Und, oh, was ist hier? Missile-Dings. Zum Aufladen, ne? Ja. Okay, das war einfach nur dafür. Kann ich irgendwie sehen, wo dieses Viech gerade rum... Wuselt? Ah, das ist das Ding, was ich gerade gesehen habe, wo ich gesagt habe, da wollen wir hin. Das ist das Fragezeichen, okay. Nee, ich sehe leider nicht, wo der ist. Okay. Hier komme ich nicht hoch, ne? Nee, es hätte mich auch gewundert. Mich würde jetzt halt interessieren, aber wahrscheinlich können die sich random, die können sich bestimmt random in dem ganzen Bereich aufhalten. Also wir versuchen jetzt mal da oben an das Ding anzukommen. Theoretisch ist es ja nur 1 hoch. Ja, aber da komme ich nicht ran. Yikes! Willst du mich veralbern? Kommt der jetzt her? Oder also checkt der, dass ich hier hoch bin? Oder hört einfach auf zu suchen? Ich meine, ich kann jederzeit raus. Da unten sieht man jetzt, also da unten, da oben auf der Karte sieht man jetzt den roten Punkt. Sehe ich den hier auch, den roten Punkt? Nein. Also hier sehe ich den roten Punkt nicht. Hier sehe ich den roten Punkt nicht. Jetzt habe ich mich ein bisschen bewegt, jetzt kommt er schon zurück, oder was? Ist der so smart? Oder die oder das? Nee, jetzt ist er da. Jetzt ist er da ganz woanders hin. Oh nee, jetzt ist er hier. Wie gut ist die beim Hören? Checkt die das? Okay, das checkt die. Alles klar, das checkt die. Ist die jetzt noch da? Ist die jetzt noch da oder ist die jetzt weg? Nee, ich höre die. Jetzt ist sie da rüber gelaufen. Jetzt kommt sie da wieder runter. Jetzt geht sie wieder da den Weg da drüben hoch und da runter. Jetzt kommt sie wieder her.
Wahrscheinlich muss ich, wenn die da unten rum oder so geht. Na, wenn die jetzt darüber geht. Dann sehen, dass ich wieder wegkomme. Und dann hoffen, dass die jetzt gecheckt hat, dass ich nicht hier bin. Oh, hier komme ich jetzt. Komme ich jetzt hier? Oh, shit. Da kam ich jetzt da raus. Eieiei. Aber hier wollte ich jetzt gar nicht hin. Aber es ist gut zu wissen, dass da so ein Weg ist. Also, dass das eine gute Fluchtmöglichkeit ist. Wenn wir in dem Bereich sind, dass wir so fliehen könnten. Ah, jetzt sehe ich, dass er eingetragen ist hier. Jetzt ist der Punkt auch da. Okay. Wird auch als Emmy angezeigt. Okay, I see. Ja, sheesh. Also dann nicht hier hoch. Dann da irgendwie darüber. Oh Gott. Jetzt ist sie wieder da drüben. Wir gehen also wieder hier lang. Und versuchen jetzt woanders hinzulaufen. Ich meine, die ist jetzt ganz weit da drüben. Die kann jetzt nicht so schnell hierher kommen. Also das kann die halt wirklich nicht. Sehe ich die auf der Karte? Wieder? Irgendwie? Nein? Also es ist dann schon eine Überraschung, wenn sie plötzlich auftaucht. Okay. Aber wir gehen mal hier rein. Komme ich da hoch? Nee. Also ich brauche auf jeden Fall irgendwas, um an diesen blauen Wänden rumzuwurschteln. Jetzt ist sie da oben! Willst du mich verarschen? Nein! Hier ist sie. Ich habe die Tür nicht gesehen. Uff. Holy moly. Okay, Spiel, du willst mich ein bisschen stressen. Das ist okay, gar kein Problem. Kann ich die eigentlich schlagen? Aua! Okay, ich kann die nicht schlagen. Da oben ist was? Ah, da komme ich nicht ran, aber das ist ein P. Das könnte für Power stehen oder irgendwie sowas. Aber ich komme nicht ran, aua. Aua. Kleinen Wasserviecher machen mich kaputt. Ich komme da nicht hin, weil ich mich nicht hochrollen kann. Das ist natürlich ärgerlich. Aber ich wette, auch dieses Ding ist jetzt auf der Karte eingezeichnet, ne? Ja, das ist eingezeichnet. Okay, cool. Gut. Dann brauche ich auch da keine Markierung setzen. Wissen wir ja dann hier, was das hier was ist. Was ich halt machen könnte, ich könnte Markierungen setzen, die andeuten, hier brauchst du den Morphball oder sowas. Das kann man nicht mal machen. Ich setze hier mal eine Markierung für Morphball. So wie bei Hollow Knight, ne, wo man verschiedene Farben dann verwendet hat, um verschiedene Sachen anzudeuten. Da braucht man eine Stampfattacke und so weiter und so fort. Wir machen mal rot für Morphball. So. Hatten wir noch was, wo wir Morphball brauchen? Das kann ich mich schon wieder nicht erinnern. Ah, schon wieder zu lange her. Ah, doch, diese Missiles hier sind auch Morphball gewesen. So. Oh, Speicherpunkt. Okay. Ich begebe mich noch recht langsam durch die Gänge, aber ich werde noch das Tempo etwas anziehen. So. Ich nehme an, zurück können wir nicht, ne? Das ist ja... Ja, nee, hier gibt es keinen Rückweg im Moment. Okay. Also ich kann nur hier weiter. Da hoch komme ich wieder nicht. Morphball. Den werden wir ziemlich sicher als erstes bekommen. Also kann ich mir nicht anders vorstellen. Da wären Missiles. Ich weiß aber nicht, ob ich rankomme. Ja, so viel dazu.
So. Ich glaube nicht, dass ich da... Ich wollte es aber mal ordentlich probieren. Nee, da kommt man nur von der... Okay, da kommt man nur von der eine Tür ran. Ich will aber jetzt... Nein! Da oben hätte ich rangehen. Da oben hätte ich, glaube ich, hinspringen können. Da oben hätte ich vielleicht hinspringen können. Okay, da oben ist eine Tür. Ich habe das gesehen. Wir gehen erstmal zu der Tür, weil vielleicht für dir... Ah, oder ist das zu hoch? Ah, da komme ich nicht hoch. Kann ich einen Wandsprung an dem Ding machen? Im Wasser? Nee, ne? Ah... Brauchen wir dann diesen Gravity Suit wieder? Oh Gott, die 3 Millionen Viecher, ne? Ja gut, dann müssen wir jetzt erstmal hier weiter. Dann müssen wir hier kaputt machen. Und jetzt fließt das Wasser ab. So, die Frage ist jetzt, fließt das Wasser hier auch ab dadurch? Nee, ne? Doch! Ja, sick. Ja, dann hätte ich doch... Ah, Mist, dann hätte ich jetzt... Ja, okay, wir gehen jetzt trotzdem kurz mal hier weiter. Oh, was ist das? Das ist neu. Was haben wir jetzt gefunden? Karte? Ist das die Karte? Das ist die Karte. Nice. Das ist dann die Artaria-Karte, ne? Sehr cool, okay. In den gelben Kammern auf der Karte kannst du den Spielstand speichern, in den violetten Kammern befinden sich Transportvorrichtungen. Aha. Ah, Transportvorrichtungen dann zum Beamen in andere Kammern. Also sozusagen, I see. Wie die dann miteinander verknüpft. Okay. Okay, ich verstehe. Okay, was ist jetzt hier das Gelbe und Rote? Guck mal, da oben, Emmy übrig 6 von 7. Also der eine war tatsächlich einer, der von den, zu den 7 gezählt hat. Nur der einfachste sozusagen. Puh, okay, gut. Da haben wir angefangen. Yo, allein das erste Gebiet ist schon riesig. Also ich werde definitiv auf meine Metroid-Kosten kommen. Ich glaube nicht, dass ich hier... Nein, ich wollte nicht... Ah, das ist der andere. Ach so, ich hätte sowieso zurückgemusst. Ah, ich verstehe, wie es aufgebaut ist. Ach, ich kann hier komplett hoch, okay. Ich wollte sagen, ich werde definitiv auf meine Metroid-Kosten kommen. Kann ich mehrfach einen Wandsprung? Ja, brauche ich gar nicht. Okay. So, mit ein bisschen Glück kommen wir jetzt zu den Missile-Dingern hin. Jawohl, sehr schön. Und hier sind die Missiles jetzt, ne? Genau. Sehr gut. Dann haben wir die gleich weg. Oh, dann kann ich jetzt aber nochmal probieren. Dann kann ich jetzt nochmal probieren, an der Stelle, wo ich runtergerutscht bin, den Sprung zu machen. Hier rüber. Ja, aber da komme ich nicht durch. Schade. Okay. Gut. Dann haben wir das geklärt. Dann speichern wir gleich mal die Missiles. Sehr schön. Und dann... Aua! Nicht ungeduldig sein. So. Können wir noch da ein bisschen weiter... Ah, nein! Wir kommen wieder in das Gebiet zurück. Ich will da nicht hin. Ich will nicht in die Envy-Zone. Nein! Vor allem, das Ding ist immer genau da, wo ich gerade bin. Total zufällig. Total zufällig ist es in dem riesigen Gebiet immer da, wo ich gerade bin. Als ob das so gut hören könnte. Okay, man könnte sagen, die checken vielleicht, wo man die Zone betreten hat. Na, so könnte man vielleicht argumentieren, dass die checken, woher man kam.
Ja, genau! Der ist halt wirklich exakt hier. Willst du mich verarschen? Nee, 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 ciao. Also, das ist... Das ist mir dann doch ein bisschen zu viel Zufall. Ja, der ist natürlich genau da. Aber genau. So, als hätte er es klingeln hören. Holy sh... Okay, lass mich mal kurz gucken. Ging's da oben ja. Das ist cool. Ging's, da oben weiter? Oder ist da... Nee, da... Ich muss da... Muss ich da dann einmal im Kreis, wenn der so oben rumgeht oder so? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich werde gleich sterben, aber wir haben gespeichert. Das ist... nicht dramatisch. Der kam gerade hier raus. Da oben ist der Punkt. Ich sehe den Punkt auf der Karte. Jetzt nicht mehr. Da war der Punkt. Ihr habt's auch. Also ihr müsst immer oben links auf die, oben rechts auf die Karte gucken. Na, da seht ihr den Punkt. Die ist genau vor uns. Oder das oder S oder R oder keine Ahnung. Wie nah bin ich jetzt an... Oh, da, ich bin ganz weit weg. Ich wollte sagen, ich will irgendwie zu diesem roten Ding hinkommen. Soll ich einfach mal wagen, in die Richtung zu rennen? Und hoffen, dass es schon connecten wird. Da unten ist sie. Kommt die hier hoch? Ich bin ganz still. Ich mache nichts. Ey, hau ab! Nee, Mann! Nee! Hau ab! Du! Vieh, ey! So, jetzt aber. Jetzt kannst du mich mal. Sag mal, ortet die mich gerade? Die muss doch jetzt ganz weit weg sein, theoretisch. Die hört mich einfach! Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe da Wasser oder doch nicht? Was habe ich gemacht? Ich habe da irgendwas gemacht. Alter, die hört mich. Die weiß, die checkt einfach alles. Die checkt einfach den ganzen Weg, den ich gehe. Wo muss ich denn ran? Hier komme ich nicht durch. Ah, ich muss irgendwas mit dem Wasser da anstellen. Ah, jetzt kann ich da durchrutschen. Ich hab's gecheckt. Check die Idee. Okay, die checkt die. Alles, was ich mache, bewegt. Okay, jetzt komme ich raus. Alter. Da ist wieder so ein Aufladeding. Oder ist das ein Aufladeding? Weil es mit Fragezeichen anmarkiert ist. Ja, ist die Energie. Okay. Junge! Okay, wir gehen mal kurz hier lang. Was machst du da oben? Mach dich mal weg. Aha. Was bist du denn? Ah ja! Bin ich denn jetzt? Oh, wir verknüpfen gleich den Abschnitt hier. Ich verstehe. Wo wir angefangen haben, verknüpfen wir gleich. Aber das dürft ihr eigentlich noch nicht... Oh, okay. Stimmt, da war ja orange. Genau, das ist die orange Tür hier. Die geht noch nicht auf. Also komme ich noch nicht zurück. Yo! Erstes Item. Charge Beam. Oh, nice. Okay. Jawohl. Konzentrierte Beamenergie für einen durchschlagkräftigen Schuss.
Halte zum Aufladen Y gedrückt und folge deinen. Ist klar. Charge Attacks fügen Gegnern wie Robotern und Bossen Schaden zu. Okay, klar. Und jetzt ist die Frage. Ah, die Orangen ist die Charge Beam Schleuse. Okay, nice. Wir kommen jetzt durch alle orangenen Türen schon mal durch. Oh, und Salto an. Okay, das ist wieder was, was ich wahrscheinlich nicht so gut hinkriege, wie ich mich kenne. Ach so. Ah ne, das geht automatisch, wenn ich eine aufgeladen habe. Ja, nice. Okay, jetzt kommen wir durch die orangenen Türen durch. Und jetzt kann ich nämlich auch, ja, geil, jetzt kann ich mit der Attacke auch die Gegner direkt angreifen. Ah, sehr cool. Sehr cool. Okay, ja. Da wollte ich nicht hin, hier wollte ich hin. Nein, hier, ich. So, genau, das wollte ich machen. Hier oben wäre halt auch noch ein Weg, aber ich weiß nicht, wenn ich das sehe, dass das alles hier blau ist. Ich glaube, das ist noch nicht so mein Weg, den ich gehen sollte. Aber ich würde es gerne trotzdem kurz. Ja, hier komme ich noch nicht ran, das sehe ich, dass hier diese Plattform ist. Es sieht halt auch eisig aus, ne? Seht ihr das? Dieses blaue Gebiet, ich denke, das ist eisig. Ja, alles klar, da gehen wir nicht rein. Okay, habe ich verstanden. Da gehen wir nicht lang. Da ist Eis. Also alles, was blau ist, ist Eis. Okay, dann will das Spiel schon, dass wir hier jetzt wieder weitergehen. Also zurückgehen. Wir sind am Anfang. Hier hat unsere Reise begonnen. Vor einem Part. Oh ja, moin. Sehr schön. Ja, und dann kamen halt ganz viele orangene Dinger, die wir noch nicht machen konnten. Aber jetzt können wir die dann machen. Ich will nur mal gucken, ob da irgendwelche geheimen Sachen sind, aber ich glaube nicht. Ach, ich Trottel, ich wollte den Charge-Spiel machen. Das hier war auch noch nichts, was ich aufmachen konnte. Ne, da ist er. Ich weiß halt auch nicht. Ach ja, genau, hier ist die erste orangene Tür gewesen. Ich gehe nur ganz kurz da hoch speichern, Leute. Ich gehe einmal ganz kurz da hoch speichern. Oh, ich komme da nicht mehr hin zum Speichern, weil ich hier nicht mehr rutschen kann. Ich kann den Weg gar nicht mehr zurückgehen. Okay. Ich kann den Part aber auch einfach mittendrin beenden. Das ist okay. Ich meine, ist ja alles in Ordnung. Danke fürs Zuschauen. Nächstes Mal machen wir weiter. Tschüss.